Einen schönen guten Nachmittag. Wir wollen langsam anfangen mit dem Abschluss Fishbowl oder auch Aquarium dieser Konferenz zum Stand und den Perspektiven der deutsch-israelischen Beziehung. Ich freue mich, dass Sie noch so zahlreich hier sind. Wir waren da nicht so sicher, ob das gelingen würde. Wir haben die letzte Runde mit dem Thema, dass die junge Generation, die dritte und die vierte Generation in den deutsch-israelischen Beziehungen hier im Mittelpunkt steht und ihre aktiven Beiträge zu diesen Beziehungen. Die besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, wie wir jetzt auch in den vergangenen Stunden und gestern Abend gehört haben, haben ihren Ursprung und ihre Basis in den Erfahrungen des Holocaust und in dem offenen, bewussten Umgang mit der Geschichte der Shoah. Seit 50 Jahren werden diese besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel aktiv gestaltet, mit vielfältigen Verbindungen und Ideen und Kontakten gelebt. Ihr Charakter hat sich weiterentwickelt und verändert. Viele Akteure gestalten gegenwärtig diese Verbindung mit. Diese oft selbstverständlichen Begegnungen und sind Grundlage für eine Zukunft des deutsch-israelischen Verhältnisses. Das weitere und manchmal auf der einen Seite zumindest, wie wir gehört haben, steigende Interesse aneinander ermöglicht ständige Veränderung, Anpassung und dadurch auch Belebung dieses Verhältnisses zwischen Israel und Deutschland. Diese Abschlussrunde richtet Fragen an eben die Zukunft des deutsch-israelischen Verhältnisses aus der Sicht der neuen Generation, der dritten und, wie wir eben feststellten, auch vierten Generation, die diese Beziehungen mitgestaltet. Fragen wie zum Beispiel, wie junge Deutsche und junge Israelis die Beziehungen der beiden Länder sehen, welchen Beitrag leisten sie zur Mitgestaltung dieser Beziehungen und was sind die neuen Herausforderungen im deutsch-israelischen Verhältnis. Unsere Gäste haben aktuelle und unterschiedliche Zugänge zum Verhältnis zwischen Israel und Deutschland. Sie alle gestalten durch ihr Engagement mit ganz eigenen Beiträgen die aktuellen deutsch-israelischen Beziehungen in unterschiedlichen Facetten. Und ich freue mich sehr, Ihnen sie jetzt vorstellen zu können. Esther Amrami auf meiner rechten Seite ist Filmregisseurin, die in Kfar Saba in Israel geboren wurde und seit 10 Jahren in Berlin lebt. Ihre Filme sind von ihrem besonderen Blick, auch von ihrem besonderen Blick auf Deutschland geprägt. Anderswo ist ihr erster Spielfilm, ihr Debüt, und kam 2014 raus, 2015 in die Kinos, in die Deutschen. Eine Frau aus Israel kehrt gemeinsam mit ihrem deutschen Freund nach Hause zurück. Ihr sei, so die Kritik, ich zitiere, eine bemerkenswert fein beobachtete kleine Studie über israelische Eigenheiten und die nach wie vor komplizierten deutsch-israelischen Verhältnisse gelungen. Dana Golan, neben Esther, repräsentiert die israelische Nichtregierungsorganisation Breaking the Silence, die seit 2002 israelische Soldatinnen und Soldaten dabei unterstützt, ihr Schweigen zu brechen und öffentlich über ihre Erlebnisse als Rekruten und Soldaten in der Westbank und als Besatzer vor allem in der Westbank und im Gazastreifen zu berichten. Von 2009 bis 2013 war Dana die Leiterin von Breaking the Silence und ist aktiv nach wie vor als Redakteurin von Zeugenaussagen und in der Öffentlichkeitsarbeit der Organisation verbunden. Dadurch, dass Dana seit 2 Jahren in Köln lebt, spricht sie oft vor deutschem Publikum über Israel. Und dadurch gestaltet sie auch einen Teil dieser Beziehung mit. Sven Kindler, zu meiner Linken, ist ein für deutsche Verhältnisse sehr junger Parlamentarier von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Er ist seit 2009 Mitglied des Bundestages und interessiert sich privat und auch politisch enorm für Israel, war oft im Land, als sowohl MdBler als auch als Privatmann, und ist seit 2012 der Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der DIG. Sergej Lazgurinski auf der rechten Seite, mein Kollege, der leitet nämlich das Europareferat der Heinrich-Böll-Stiftung, ist aber auch Publizist und von 2003 bis 2008 war er Programmdirektor des American Jewish Committee hier in Berlin. Er ist Fellow bei der Stiftung Neue Verantwortung und noch bei anderen, aber die ist in diesem Kontext wichtig, und seit 2007
ist er Mitglied der Repräsentantenversammlung der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Sein Buch Kontexte des Antisemitismus erschien 2014. Sergej kam mit 10 Jahren, als er 10 Jahre alt war, aus der ehemaligen Sowjetunion mit seiner Familie, 18, mit seiner Familie nach Berlin. Danke, dass ihr alle hier seid. Ein kurzes Wort zu unserem Format, was wir hier haben. Das ist Ihnen wahrscheinlich nicht allen bekannt, das Fishbowl oder auch Aquarium. Nach der Möglichkeit, jeder der Gäste sich kurz mit einem Input Ihnen auch inhaltlich vorzustellen und selber sich zu präsentieren, öffnen wir diesen Kreis. Deswegen heißt das Aquarium, weil hier diese beiden leeren Stühle, der blaue und der graue, sind dazu da, dass Sie, liebes Publikum, sich am Ende der Inputrunde, nenne ich die mal neudeutsch, tatsächlich zu uns gesellen, wenn Sie Fragen, Kommentare oder Anmerkungen haben und dann ins Gespräch mit uns kommen. Wenn Ihr Thema beendet ist, von uns beantwortet ist, von den Gästen beantwortet ist, verlassen Sie den Stuhl wieder und geben Sie frei für die nächste interessierte Teilnehmerin. Vielen Dank. Zunächst haben unsere Gäste das Wort. Und ich möchte anfangen mit Esther Amrami. Und da Esther Amrami einen Film gemacht hat, der auf jeden Fall in seinem Trailer für dieses Thema sehr relevant ist, werden wir jetzt knappe 3 Minuten den Trailer von dem Film Anderswo sehen. Genau da, auf der Leinwand. Hast du das gesehen, der Araber, Jurek? Komm nur Jörg, Gima. Komm nur Jörg, Gima, nur Jurek. Okay. My name is Jörg, Noah, not Jörg. What's the difference? It's O with an umlaut, with 2 points on it. It's like Ö. 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 Jörg. Wollen wir nicht erstmal abwarten, was überhaupt dabei rauskommt? Stuttgart kommt heraus. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie es da aussieht. Du warst noch nie aus Berlin draußen. Ja, und es gibt einen Grund davor. Na, weißt du, du kommst? Nein, das sollte eine Überraschung sein. Ah, surprise. Für mich ruhig. Raketa. Raketa? Rakete. Go to the house. The house kaputt. Ja. Here, it's safe. Ja. בן אדם קשה, את נועה. אני קשה? את קשה. החברה הכי טובה שלך זאת אימא שלך, אף אחד לא יכול לסבול אותך, אפילו בעלך לא יכול לסבול אותך. סתמי את הפה! סתמי את הפה! היה יותר טוב פה לפני שהגעת. תרגי, הרי בסוף הוא גם יתפוס שכל, הוא יעזוב אותה. תגידי, את משוגעת? משוגעת? כל החיים את הורסת לי. תגידי, מה חושבים עלינו בגרמניה? מה זה משנה בכלל? תפסיק בהיסטוריה, דודי. רוצה להכיר את סבתא. הדבר האחרון שסבתא שלך עכשיו צריכה, זה גרמניה למיטה שלה. You know who is Feinsteiger? Yeah, of course. You know his grandfather, he died in Auschwitz. He fell from a watchtower. It was a joke, man. Esther Amrami, Sie leben seit 10 Jahren in Berlin und es scheint, als inspiriere Sie diese Lebensrealität für Ihre Filme. Bitte erzählen Sie uns, wie Sie diese Beziehungen der beiden Länder gegenwärtig sehen und was ist Ihr Beitrag? Mein Beitrag ist der Film, kann ich sagen. Ich habe hier Film studiert in HFF Potsdam. Das war die ehemalige das war die Filmschule von der DDR. Und ich mochte die Schule sehr. Dort habe ich 6 Jahre studiert. Und diesen Film habe ich zusammen mit meinem Mann geschrieben. Der ist Deutscher.
Ja, das war auch ein Beitrag für den gegenseitigen Blick. Aber ich muss das auch ein bisschen korrigieren, den Eindruck, den man vielleicht bekommt, wenn man diesen Trailer sieht. Der Film geht nicht über die Beziehung Israel-Deutschland. Das ist natürlich ein Teil, das Thema ist ein Teil von dem Film. Aber es geht im Ersten genommen über Heimatlosigkeit. So, ich wollte das Thema Heimat thematisieren. Was ist Heimat und Sprache? Und wie ist das Gefühl, wenn man keine Heimat wirklich hat? Also was ist das tatsächlich? Und deswegen fährt die Frau zurück nach Israel und sie beschäftigt sich mit dem Thema Heimat und Heimatlosigkeit. Und ihr Freund Jörg, er folgt sie irgendwann. Und dann passieren auch lustige Sachen. Aber es geht nicht darum. Und das war interessant, also ich spreche ein bisschen über, das ist auch die Beziehung, ne? Weil das war so ein gemischtes Team. Ich studierte in der Filmschule hier und das ganze Team war eigentlich deutsch. Und wir sind nach Israel geflogen und da war das ganze Team Israeli. Das war eine sehr interessante Zusammenarbeit, die aber sehr fruchtsam war letztendlich. Aber alle möglichen Klischees, die man nur denken kann, das ist aber Klischee, alles kam hoch. Und das war sehr lustig. Und noch ein Wort über diese Figur von Jörg. Also das ist eine fiktionale Figur und ich mochte ihn sehr, also ich mag ihn immer noch, aber es kommt immer so oft so zu hören, also ich bekomme oft zu hören von Deutschen, dass sie ihn unsympathisch finden, beziehungsweise ein Klischee, aber ich höre dann von Immigranten oder von Nicht-Deutschen, die in Deutschland leben, dass er so richtig auf dem Punkt ist und so sind die Deutschen. Und wie sympathisch ist er auch. Und das ist so, ja, so ein Ding. Ja. Vielen Dank. Dana Golan, a very different perspective as representative of Breaking the Silence. Living in Germany, you're invited frequently to speak about your work and about the work of Breaking the Silence in front of German audiences. Whereas Breaking the Silence is oftentimes quite appreciated as a voice of the Israeli conscience. In Germany, Israeli public opinion often accuses you of treason. What does this tell us about the future of the German-Israeli relations and also in light of the occupation and the Middle East conflict? Please. So is it working? It is? Okay. So maybe the end of my story is that I also married a German that I met part as 15 years ago as part of a youth exchange between Israel and Germany. And eventually I found myself here 2 years ago. But Israel is still my home and I'm there very often. But maybe it gives me the perspective to talk about why I also feel quite home here as well. But my story starts in Israel, my home, where I was born and raised in a small moshav. I joined the army very enthusiastically. I was part of the education corps. I served in Hebron, where my life basically changed because I learned much more about life in Israel and the Israeli-Palestinian conflict and what I've learned in the 18 years and a half before this. Breaking the Silence is an organization of veterans like me, men and women who served in the Israeli army, and learn by their own service and their own encounter with Palestinians for the first time as soldiers that we are not the only victims in the conflict between Israelis and Palestinians. The crank in my belief was the first time that I was actually in a Palestinian house in the middle of the night during a weapon search, and I was asked to search on naked women, to undress women and to search on their bodies. But it's just a long process of understanding and starting to understand more of what does it actually mean to be a soldier and Israeli controlling Palestinians. In Breaking the Silence, where you have over 1,000 men and women like me that share that experience, that are conceived to be traitors in Israel, but still are not afraid to talk about that. We're doing that because we think that there is nothing more important than the truth and what we feel that we know and what other people are not exposed to. And most Israelis and most Israeli soldiers that serve in the Israeli army have not served in the occupied territories and they don't have this kind of experience. I know that it sounds
a strange number, but it is most Israeli soldiers do not send to serve in the occupied territories. And what we do in Breaking the Silence, except for trying to talk about our own experiences and raise those moral dilemmas that we had and to raise those questions, is basically to create the awareness, to put a mirror in front of our own society and try to make people resist the occupation and bring dignities and rights for both people out of the responsibility that we are taking as former soldiers. And some, at the beginning, Breaking the Silence was an organization that was active and speaking only in Hebrew, because we believe that we need to clean our laundry. There is a phrase of that in Hebrew. You need to clean your laundry inside the house. But then we grew up, and we grew up to understand that the Israeli-Palestinian conflict is not just an Israeli-Palestinian issue. And we try to raise the awareness as well, and to raise the resistance as well to the Israeli occupation, also outside in Israel and also here in Germany. And I can say that being active in Germany was a whole topic, and it took us a while to actually agree to do that on the land of Germany because of history. And again, out of long, long discussions, we realized that we are loyal to the truth. And our moral obligation is first to the truth, and for this, this is what makes us wake up in the morning for the last 11 years and do what we're doing. And I think that the important question, or something that we can ask ourselves today, and we are asking ourselves all the time, and when I'm talking with German audience, which sometimes is not easier to do it here in Germany than it is to do it in Israel, with all the restrictions, with all the topic of anti-Semitism that is always on the table, and to explain here sometimes, as I'm explaining also in Israel, that there is a difference between anti-Semitism and criticism, legitimate criticism of the policy of Israel for the future of both people. I think that the good question that we can ask ourselves today is, what does it mean to be a good friend of Israel? And my answer would be that, as I'm asking my best friends not to just tell me how great I am and how wonderful I am, it's also to tell them to reflect me when I'm doing something stupid and when I'm doing something that put in danger my life and future. And as I'm putting the mirror in front of my own society, I'm putting the mirror also in front of everyone here and asking the same kind of questions. Sven Kindler, Sie sind als junger Parlamentarier sehr aktiv in den deutsch-israelischen Beziehungen. Was hat Sie dazu bewogen und wie sehen Sie die Beziehung der vierten Generation, nämlich Ihrer Generation? Ähnlich wie Dana war ich auch Teil eines Schüler, also nicht Schüleraustauschs, aber ein Jugendaustausch zusammen mit der Grünen Jugend, der 2009 aufgebaut wurde und seitdem auch fortbesteht, wo man dann eine Gruppe der Grünen Jugend nach Israel reist und dann ein Jahr später eine Gruppe, gerade auch von jungen Umweltbewegten, zum Beispiel von Green Cause, dann nach Deutschland reist und versucht eben dann die jeweiligen Länder besser kennenzulernen. Und seitdem war ich sehr oft in Israel, habe israelische Freunde hier, habe israelische Freunde auch dort, finde das Land extrem spannend, sehr faszinierend und auch politisch, wie Sie sagen, dort auch in den palästinensischen besetzten Gebieten. Und unsere Reise damals hatte auch einen Schwerpunkt zum Thema Erinnerungskultur. Also gerade auch als junge Deutsche zu sagen, wir werden uns auch mit der Geschichte in Israel beschäftigen und mit der deutschen Geschichte. Das war ein wichtiger Teil unserer Reise und auch eine wichtige Perspektive für uns. Was ich verstanden habe, auch aus den Diskussionen jetzt von gestern und heute, ist, dass viel auch über die Vergangenheit geredet wurde. Und ich glaube auch, dass für die junge Generation, wenn wir heute über die Zukunft reden, das ein sehr zentraler Teil ist. Ich glaube, das kann man nicht einfach abschneiden und sagen, okay, das ist jetzt vorbei, jetzt reden wir mal über Neuanfang oder und jetzt machen wir mal Normalisierung und normale Verhältnisse. Das wird es nicht geben, glaube ich. Und das wird auch nicht, kann nicht Teil von deutsch-israelischen Beziehungen sein. Die Bertelsmann-Stiftung hat ja jetzt auch eine neue Studie herausgebracht. Ich habe die auch diskutiert am Dienstag mit AW Prima unter anderem. Da ist ja auch nochmal aufgeführt, dass 75% der jungen Deutschen eigentlich so einen Schlussstrich ziehen wollen unter die Vergangenheit und endlich davon loswerden wollen.
Und ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also, und das ist auch politisch meiner Ansicht nach falsch, wenn man damit nicht Israel versteht, aber auch nicht Deutschland versteht. Israel versteht man deswegen nicht, weil die Shoah letztendlich bewiesen hat, dass es einen israelischen Nationalstaat braucht, einen jüdisch-demokratischen Staat, der eben weltweit dafür sorgen muss, dass Jüdinnen und Juden eine letzte Notunterkunft haben gegen Antisemitismus, gegen Gewalt, die wir immer noch weltweit haben und immer noch zentral ist. Und deswegen das, glaube ich, zentraler Punkt ist, auch in Deutschland das zu verstehen. Und zweitens, auch in Deutschland, man finde ich dann verstehen muss, dass eben Auschwitz und Treblinka, wir haben jetzt 70 Jahre Kriegsende, wir haben 70 Jahre Befreiung auch von Auschwitz oder auch von Dachau, von Bergen-Belsen jetzt. Wenn man das begeht und diese Erinnerungstage hat, dann sollte man sich auch schon merken, dass natürlich das in einer demokratisch zivilisierten Gesellschaft auch möglich war, das mit der Dialektik der Aufklärung, der Dialektik der Moderne zu tun hat. Und deswegen der neue kategorische Imperativ, den Adorno formuliert hat, dass man Denken und Handeln so einrichtet, dass sich Auschwitz nicht wiederhole und nichts Ähnliches geschehe, dass das, glaube ich, zentraler Bestandteil auch von deutscher Politik sein muss und jeweils zu meinem Politikverständnis zentral auch dazugehört und das eine wichtige Lehre ist, finde ich, für das deutsch-israelische Verhältnis und deswegen man in Deutschland, finde ich, auch sich das immer wieder vergewissern muss und das ein wichtiger Punkt ist. Und ich will noch über die Ambivalenz reden, die ich habe, wenn ich in Deutschland, wenn ich in Israel über den Konflikt rede und über das, wie ich das Land wahrnehme. Ich glaube, in Israel gibt es einfach auch viel, viel sehr Schönes, viel sehr, sehr Spannendes, auch sehr Widersprüchliches. Yehuda Bar-Kon, mit dem der Shoah-Überlebende, der Auschwitz überlebt hat, das Kind, mit dem ich geredet habe, hat gesagt, finde ich sehr treffend, das hat mich damals sehr beeindruckt. Israel ist ein Land, wo es viel Sonne gibt und wo es viel Sonne gibt, gibt es auch viel Schatten. Das, finde ich, war eine sehr treffende Formulierung. Und dass diese Unterschiedlichkeit, dass es eine lebendige Demokratie gibt mit linken und rechten Parteien, mit verschiedenen Akteuren, das wird häufig in Deutschland vergessen. Da hat man so ein kollektives Verständnis auch von Israel. Und wenn ich in Israel bin, dann rede ich mit Organisationen wie Breaking the Silence, wie Peace Now, wie Meretz und kann deren Punkte sehr gut verstehen, kann sehr gut verstehen, warum die gegen die Besetzung und den Siedlungsbau vorgehen. Und das finde ich auch richtig im israelischen Kontext. So, und da kann man sehr, finde ich, sehr differenziert, sehr sachlich über israelisch-palästinensischen Konflikt reden. Und da rede ich auch sowohl Klartext mit der palästinensischen Seite, was ich da an Defiziten, an Demokratiedefiziten sehe, aber auch gegenüber Likud-Abgeordneten oder Labour-Abgeordneten. Und in Deutschland habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass es bis auf politische Kontexte, bis auf einzelne Kreise, wahrscheinlich auch ähnlich wie hier bei der Böll-Stiftung, ist sehr schwierig ist, sachlich über den Konflikt zu reden, sondern ich habe so, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, Familie, auf Partys, wo auch immer, dann ist es sehr emotional und sehr unsachlich und leider kommen eben dann doch wieder die Nazi-Vergleiche irgendwann, nicht bei allen, aber bei 40% teilen Nazi-Vergleiche mehr oder weniger, zeigt die neue Bertelsmann-Stiftung. Und da muss man sich schon fragen, was das mit der sachlichen Auseinandersetzung, was das mit dem sachlichen Einsatz für Israel zu tun hat. Bei aller Kritik, die, glaube ich, auch Breaking the Silence formuliert, gibt es in Deutschland was, glaube ich, unaufgearbeitete Vergangenheit ist. Und das finde ich immer ganz wichtig zu reflektieren in Deutschland für die Debatte über Israel. Es ist häufig nicht nur eine Debatte über Israel und Palästina, es ist häufig auch eine Debatte um deutsche Vergangenheit. Und das, glaube ich, wird auch die Zukunft weiter prägen. Soweit. Sergej. Und Sergej ist der letzte Input und Sie sind sehr herzlich eingeladen, sich schon zu uns zu gesellen, wenn es dann schon die ersten Fragen und Beiträge und Kommentare zu diesem wirklich großen Spektrum ist, was wir hier aufmachen können, an gegenwärtigen, aktuellen Beziehungen von jungen Leuten. Sergej, du gehörst zur jüdischen Minderheit in Deutschland. Und warum Deutschland und nicht Israel, als ihr aus Russland eingewandert seid, du oder Russland, Sowjetunion ehemalige, du und deine Familie, und als sehr aktiver Teil der jüdischen Gemeinschaft hier in Berlin, wie erlebst du und siehst du das jüdische Leben heute in Berlin und welche Rolle spielen darin die deutsch-israelischen Beziehungen? So, und das alles in 3 Minuten. Zunächst mal, warum nach Deutschland und nicht nach Israel? Weil wir einfach Bock auf Deutschland hatten und nicht Israel. So, das dürfte für 3 Minuten reichen. Wir können dann später uns insgesamt darüber unterhalten, was das für Schlussfolgerungen
daraus gezogen werden können für den Stellenwert Israels in der Identität russischsprachiger zugezogener Juden, Jüdinnen und Juden. Aber ich glaube, jeder einzelne von denen ist erstmal nicht erklärungspflichtig dafür, für eine Entscheidung nach Deutschland zu kommen. Davon unabhängig ist es eine spannende Frage, warum sozusagen diese Dynamik entstanden ist Ende der 90er Jahre. Was diesen Stellenwert anbelangt, so wäre das schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir in den letzten 25 Jahren ein totales Makeover der jüdischen Gemeinde haben. Wir haben Gemeinden, die zu 90-95% aus russischsprachigen Jüdinnen und Juden bestehen. Und sehr häufig wird damit auch verbunden ein impliziter Verdacht, dass diese Menschen per se nationalistischer sind, dass sie rechtskonservativer sind und dass deswegen sozusagen es eine blinde Solidarität für Israel verbreitet wird. Und wenn man Israel Beteno in Israel sieht und Liebermann und so weiter, das scheint ja diesen Verdacht zu bestätigen. Ich glaube, dass die Wurzeln für eine besondere Beziehung gegenüber Israel seitens russischsprachiger Zuwanderer viel tiefer liegen. Sie liegen in der Sowjetzeit, sie liegen in der Auseinandersetzung mit dem sowjetischen kommunistischen Propaganda und Antisemitismus und auch damit, dass Israel für viele ein Symbol des passiven Widerstandes, vor allem in der Endphase der Sowjetunion geworden ist, dass Israel für viele ein Symbol für den Westen, für die Freiheit und gewissermaßen für eine Selbstbestimmung, eine identitäre Selbstbestimmung geworden ist. Und diese symbolische Strahlung, ja, die wirkt weiterhin fort. Und für viele Menschen, sogar dann, wenn sie nach Deutschland gekommen sind, bleibt die Frage der Auseinandersetzung bzw. der Solidarisierung mit Israel gewissermaßen ein später Protest gegen die sowjetischen Verkürzungen, wo eben eine jüdische Identität verboten und eine Solidarisierung mit Israel oder Israel-Identifikation praktisch den Ausschluss aus dem Gesellschaftlichen bedeutete. Und insofern würde ich sagen, diese Solidarisierung weiterhin als eine Solidarisierung mit dem westlichen Freiheitsentwurf sehen. Bei aller Kritik an den israelischen Zuständen, die wir haben, das sind ja Konstruktionen, das sind Identitäten, die wir mitbringen. Die sind nicht immer rational. Was das für die Zukunft bedeutet, können wir noch besprechen. Vielen Dank. Wir haben die ersten Gäste in unserem Kreis. Begrüßen Sie recht herzlich. Bitten Sie natürlich, sich vorzustellen und möglichst, wenn Sie eine Frage an einen bestimmten Gast haben aus der Runde, das auch zu adressieren. Bitte sehr. Ja, Detlef Möse, ich habe jetzt keine Frage an den Bestimmten. Ich wollte nur ein kurzes Erlebnis Ihnen schildern, wie sehr sich doch das Verhältnis zwischen Israelis und Deutschen, besonders den Jungen aus beiden Ländern, gebessert hat seit nur ungefähr einer Generation. Das war also ungefähr kurz nach der Wende, also vor 25 Jahren. Da war ich bei einer ähnlichen Veranstaltung wie hier, allerdings zwischen jungen Israelis und jungen Deutschen. Na, ich war damals Anfang 30 und das war ein Austausch oder eine Zusammenkunft zwischen israelischen Jugendlichen und deutschen Jugendlichen hier in einer Jugendherberge in Berlin. Und mir saß da eine junge Israelin gegenüber, zufällig. Das war, glaube ich, eine mehrtägige Veranstaltung. Und die ist mir am Tag vorher schon aufgefallen. Am zweiten Tag hatte ich endlich Mut gefasst, sie zumindest mal anzusprechen. Also ich bin ja auch nicht einer der, also ich bin relativ schüchterner gewesen in der Beziehung. Jedenfalls habe ich sie indirekt angesprochen bei einer Gelegenheit, beim Kaffee oder so, fragte ich sie, könntest du dir vorstellen, dich mal mit einem Deutschen zu befreunden oder ja, dass da was Längeres wird draus? Und die Antwort, ja, ich weiß nicht, ob Sie es vorstellen können, also wie ich so ungefähr, wie ich das überhaupt wagen könnte, so eine Frage an Sie zu stellen, natürlich nicht. Also so richtig empört kam die Antwort. Da ist für mich so einiges da zusammengebrochen. Also jedenfalls, ich war ziemlich enttäuscht und ich glaube, heute ist das nicht mehr so. Okay, wollte ich nur als kleine Anekdote.
I can say that when I arrived to Germany for the first time in 98 with the youth exchange, we thought pretty much the same. And when we visit Dachau with the German group, it was very, the experience was very, very strong, but we did a ceremony together and all that, but we later met only the Israelis, and it was astonishing for us to see that young Germans in our age do not feel guilty about the Holocaust, in a term that they don't carry that on a daily basis on their back. And the dynamic, or like what happened there, is that the first time in my life, but also the first time of others in the group, we saw Germans as Germans, as young people at the age of us, and not the Germans that we learn about in the history book. So it is changing. It's funny. it's also apropos des Statistics, was jetzt veröffentlicht wurde, dass ich weiß nicht, wie viel genau Prozent von den Deutschen denken, dass die Geschichte soll schon abgeschlossen werden und sie haben keinen Bock mehr darüber zu sprechen. Viel Prozent, 3/4, es ist richtig enorm viel. Aber das wollte ich eigentlich nicht kommentieren. Eine kurze Geschichte, was damit zu tun hat. Ich habe einen Kurzfilm in Israel gedreht, nicht diesen Film, ein anderer. Und wir waren wieder so mit deutschem Team da. Und alle waren jung aus meiner Filmschule und alle waren so, ach, genug mit diesem Holocaust und wir wollen darüber gar nicht sprechen und was haben wir damit zu tun? Aber keine haben sie gefragt, ne? Wir wollten auch darüber nicht sprechen, die Israelis. Und wir waren so erleichtert, dass keiner über Holocaust gesprochen hat und über die Vergangenheit, bis der letzte Abend kam. Es war der letzte Drehtag. Wir saßen im Garten, es war so warm mit Bier. Ach, wir waren so froh, erleichtert, alles ist erledigt und wie schön. Und plötzlich fing es an. Jeder von dem deutschen Team, und sie waren alle jung, sie waren 20, 21, 23, jeder musste was sagen einfach. Und es gab keine Diskussion, weil es gab keine Frage. Also wirklich, keiner hat sie Fragen gestellt. Aber jeder hatte einfach einen Monolog gehalten. Und das war eigentlich schön, ne? Weil es gab auch keinen Kommentar dazu. Jeder hat irgendwas erzählt. Von Gedanken, von Gefühlen, von Familiengeschichte, von irgendwas. Und dann war es vorbei. Die Israelis haben das nicht kommentiert. Wir haben nur zugehört. Wir sind schlafen gegangen. Und dann wieder, genug mit dem Holocaust und alles. Ne? Danke sehr. Ja, Felix Pahl, ich bin bei Bündnis 90 Die Grünen, mache da Außenpolitik und vor allem auch Nahostpolitik. Ich möchte gerne an was anschließen, was du, Dana, gesagt hast und es verbinden mit etwas, was Stefan Reinicke vorhin gesagt hat. Du hast gesagt, du möchtest, dass deine Freunde und Freundinnen dir sagen, wenn du was Dummes machst. Stefan Reinicke hatte vorhin gesagt, er sieht die Besatzung als eine Art Droge. Ich fand das eine sehr interessante Metapher. Ist jetzt leider nicht die Zeit, hier das näher auszuführen, aber da könnte man, glaube ich, viel mitmachen, was das sowohl in praktisch politischer Hinsicht als auch vielleicht sogar in psychologischer Hinsicht bedeutet, aber wenn wir das einfach mal als Input von ihm nehmen, die Besatzung als Droge, dann stellt sich ja die Frage, also in den USA gibt es diesen schönen Spruch, Friends don't let friends drive drunk, Freunde lassen Freunde nicht betrunken Auto fahren. Wenn man jetzt das als Beispiel nimmt, wenn ein Freund betrunken Auto fahren möchte, dann muss man ja manchmal mehr machen, als nur sagen, das ist dumm, lass das mal. Manchmal muss man vielleicht dem Freund dann den Schlüssel wegnehmen. Und das wäre jetzt meine Frage sozusagen für das deutsch-israelische Verhältnis und insbesondere auch an dich, Dana. Wir haben ja viel darüber geredet heute, was an Kritik erlaubt ist und so. Das war auch eine interessante Diskussion, aber insofern vielleicht nicht die zentrale Diskussion, als ja schon sehr viel kritisiert wird. Da braucht man ja nur die Pressekonferenzen des US-amerikanischen Außenministeriums sehen. Da wird auch gesagt, dass die Siedlungen illegal sind und so. Sondern die Frage stellt sich ja dann, wenn man das 30 Jahre gesagt hat und es ändert nichts, muss man etwas tun? Und wenn ja, was? Und ist das dann noch Teil der Freundschaft, wo man ein Verhältnis zueinander hat, wo man sagt, ich möchte, dass meine Freunde mich daran hindern, dumme Dinge zu tun. I don't know where to start. I agree that it's problematic. If I would be the friend that tell his friend you're doing something stupid for 30 years, I would think about the friendship. But as I'm not a person that abandoned my friend, and even when they are doing something stupid, and I think here history does have a place, and I think that the moral obligation that Germany has toward Israel
has many ways to be shown. And I think that one of them is more than a criticism. And I think there is more and more criticism, but I also think, and I'm talking with Germans all the time, and I said it's similar because to the way that I talk with people in Israel, because also here I find the topic, as you mentioned, very, very emotional. And I find the fact that people think that it's not a good time to talk about the Israeli occupation. It's not a good time. It's something that I hear again and again in both places. So I think even though there is criticism and it and it's taking place on the debate, I don't find it enough. And I think that criticism is one step. We in Breaking the Silence, we keep saying that we're very good in showing what's the problem. So we're showing the problem and we put it on the table and we're trying to raise a discussion and we support any non-violent way to end the Israeli occupation. And I think that everyone in Israel, that people asking us, so what to do with this information? There is many ways to resist the occupation in Israel and outside of Israel. And I'm not sure that everything has been done here as well. And again, I think that we should look with wide open eyes to every kind of criticism. We need to remember the future. We need to carry the past with us all the time. And with this, to think of best of Israel and best of Palestinians as well, and do the best thing that a friend can do. And sometimes, yes, it means to push a bit more than just criticizing. But I will not give you the answer of how to do that, because I'm sure you can think of many ways to do. Ich finde diese Metapher, oder das ist Allegorie schon fast, ne? Also ich weiß nicht, ja, das ist Allegorie. Sozusagen ein Land, eine Person könnte auch problematisch werden, weil wir sind ja nicht in einem luftleeren Raum und es geht hier nicht um eine Freundschaft, die einfach so mal aus dem Nichts heraus geschlossen wurde aufgrund der gegenseitigen Sympathien. Das ist eine Freundschaft, die aufgrund von einer Tragödie und einer Katastrophe geschlossen wurde und musste auch lange gepflegt werden, damit es überhaupt zu einer Freundschaft wird. Und in dieser Situation ist es natürlich schon eine Frage, inwiefern ich einem Freund, wir sind in einem Post-Konflikt, sozusagen in einem Raum von Post-Conflict Resolution, ja, um das jetzt auf Englisch zu sagen. 70 Jahre ist nicht mal, wir sagen hier, das ist eine vierte Generation, aber 70 Jahre ist nicht mal ein Leben, ein Menschenleben lang. Und ich glaube, dass wir nicht zu viel beiden Seiten abverlangen sollen. Wir können der einen Seite nicht abverlangen, dass die ihre Komplexe, und diese Komplexe gibt es auch bei 20-Jährigen, es ist nun mal so, dass hier 6 Millionen Gründe gibt, sich vielleicht nicht betroffen, aber bezogen, sozusagen in einer Beziehung gesetzt zu fühlen zu dem, was hier vor 70 Jahren passiert ist. Und der anderen Seite kann man auch nicht vielleicht abverlangen, dass sie solche Ratschläge, solche Entzugstherapien als Freundschaftsdienst verstehen. Und dass sie auch sozusagen dem anderen Freund zugestehen, dort ein bisschen mit Gewalt und mit Zwang gegen sich vorgehen zu lassen, wenn derselbe Freund vor 70 Jahren dir ein Traumatisches angetan hat. Also, wenn wir anfangen mit Allegorien, dann können diese Allegorien sozusagen in beide Richtungen funktionieren und uns in Räume führen, wo wir vielleicht nicht wollen. Ich glaube, Freundschaft nach so einem traumatischen Erlebnis ist gewissermaßen bedingungslose, eine unbedingte Freundschaft. Das ist eine Solidarität, die vielleicht nicht unbedingt ist und nicht alles muss man mitmachen. Aber eine pädagogische Freundschaft, ob das eine pädagogische, pädagogisierende, erziehende Freundschaft sein kann, 70 Jahre nach der Katastrophe, das glaube ich noch nicht. Da sind wir noch nicht. Ja, ich kann gut anschließen an Sergejs Beschreibung auch und Kritik, die ich auch an diesem Bild hätte, glaube ich, weil das nachher nicht trifft für die Komplexität einfach des Konfliktes und natürlich auch
die palästinensische Seite zum Beispiel völlig rauslässt, was es da an Problemen gibt, was es an deutlicher Kritik am Terror der Hamas geben muss und an dem der Spaltung zwischen Gaza, Westbank, Fatah und Hamas. Dass natürlich das auch im Konflikt zu sehen ist und das natürlich Teil dessen ist, dass es auch für die palästinensische Seite nicht einfach ist, das weiß ich auch so, aber trotzdem muss man, glaube ich, darf man da keine einseitige Ursachenanalyse und keine einseitige Zuschreibung machen. Das ist, glaube ich, auch wichtig im deutschen Kontext, dass man da auch, finde ich, differenziert argumentiert, wenn wir über den Konflikt reden. Und die Frage ist ja, welche Rolle hat jetzt Deutschland in diesem Konflikt? Und ich glaube, dass der Nahostkonflikt wird eben nicht in Deutschland gelöst. Das muss man, glaube ich, sich einfach mal klar machen. So, und das ist auch ganz wichtig, nochmal das zu verstehen. Deutschland ist im Rahmen der Europäischen Union ein Player, so, und ist auch richtig so. Und es gibt ja auch deutliche Kritik auch, die geäußert wird ständig von allen Parteien, von allen Regierungen in den letzten Jahren am Siedlungsbau völlig zu Recht, dass das passiert und dass das ein Hindernis auch für die Zwei-Staaten-Lösung ist. Nicht das Einzige und ich glaube auch nicht, vielleicht auch nicht das Entscheidende, darüber kann man streiten, aber es ist ein Hindernis und das wird auch benannt und das sagen wir grünen Politiker auch auf Parteitagen, irgendwie wenn wir vor Ort sind, auch hinter verschlossenen Türen öffentlich, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, welche Rolle man spielt und die Obama-Administration hast du angesprochen, Felix, und die, ich finde, die haben da zu Recht Druck auch gemacht und versucht da den zwei Staaten, den Friedensprozess wieder in Gang zu kriegen und sind da auf erhebliche Widerstände überall gestoßen. Also es ist leider so, dass man das, glaube ich, konstatieren muss und da die kluge Analyse, was sind eigentlich jetzt wichtige Schritte und was führt zu positiven Ergebnissen auf beiden Seiten, das braucht man, glaube ich, eine kluge Analyse und nicht unbedingt Aktionismus. Ich glaube, das wäre wichtig auch dabei, dass es die Frage ist, und welche Rolle spielt Deutschland, da um es ja ganz zu schließen, hilft Belehrung aus Deutschland und hilft mehr Druck aus Deutschland? So, oder führt das nicht eher zu Verhärtung? Führt das nicht eher dazu, dass nachher auch man sagt, okay, jetzt kriegen wir Kritik aus Europa, Kritik aus Deutschland, so jetzt machen wir sowieso, was wir wollen. So, also was ist die kluge Unterstützung auch unserer Partnerinnen und Partner in Israel, die wir haben, die Heinrich-Böll-Stiftung hat, mit der Kerstin und andere da gut zusammenarbeiten, ja auch sich in der israelischen Demokratie dann versuchen, die uns zu unterstützen. Das, finde ich, ist einfach keine einfache Frage, die zu beantworten ist. Da gibt es, glaube ich, keine einfachen Lösungen. Wir sollten uns auch vor einfachen Antworten da auch zurückhalten, weil es die nicht gibt in dem Konflikt. Mein Name ist Roland Neidhardt, ich bin 74 Jahre alt. Ich habe eine Frage an die beiden Gästinnen aus Israel. Ich bin im Jahre 61 in Israel als Hebräisch sprechender Goy, also Nicht-Jude, vor die Frage gestellt wurde, wie siehst du dein Verhältnis zu jüdischen Mädchen? Die Frage kam nicht von mir, sondern sie kam von meinen Gastgebern. Und mir wurde immer wieder gesagt, ich sage das jetzt auf Hebräisch, Kol sicha ze beseder, aber ein davar kemo nisuei tarovet. Alles mag, jedes Gespräch mag in Ordnung sein, aber so etwas wie Mischehen, das wird es nie geben. Einmal kommt, dafür gibt es keinen Platz. Meine Frage jetzt an Sie beide. Was hat sich in den 53 Jahren geändert, dass man überhaupt dran denken kann? Funny, we became a representative of a phenomenon or something like this without meaning for that. I can only speak for myself. As I said, when I came here at 98, it was impossible for me to imagine the life that I have right now. When I joined the army in 2001, it was also impossible for me to imagine my life right now. Someone along the way, I think Germany was the first start
for a process that that me as a person developed to be, and Hebron was another step, and my activism in the last 8 years was the same, to see people as people and human beings as human beings. So I'm an Israeli married to a German, I'm Jewish married to Catholic, I'm raising a Jewish girl, part of the Jewish community in Cologne as a minority here. At home in Israel, I feel part of the majority that control other people. There are many layers to that. And I'm trying, and maybe to relate a bit more to what was said 1 second ago, somewhere along this way, I also told myself that I can, as seeing human beings as human beings, that I cannot solve everything, and the Israeli-Palestinian conflict is so complex, and it has so many layers, and also the relationship between Israel and Germany. But for the past 8 years, I'm waking up every morning, and when I'm trying to solve and to make this world a better place in the place that I have and in the power that I have. So I think this is also to say to everyone here, it's not easy, it's never easy, but history proved to us that we can do good things, and good things can come out of these things. Also, marriage between Israelis and Germany, and maybe one day is peace between Israelis and Palestinians, and living next to each other as neighbors, and peaceful life. Ich kann auch nur über mein persönliches Leben sprechen. Also sogar die Frage überrascht mich, weil für mich war es auch nie ein Thema. Gemischte Ehre oder verschiedene Religionen. Und nicht, weil ich so advanced bin. Also es war einfach nie ein Thema. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und auch für meine Großeltern, die den Holocaust überlebt haben. Das war auch für sie nie ein Thema. Vielleicht sind wir eine große Ausnahme, aber ich glaube nicht. Also wahrscheinlich vieles hat sich verändert, dass es überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es ist positiv. Ja. Ja, vielen Dank, Oliver Ernst von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin unter anderem auch dafür unsere Arbeit in Israel, in palästinensischen Gebieten und der Türkei zuständig. Ich möchte erstmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für diese wirklich ganz tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Ich fand es gestern Abend und heute echt sehr, sehr spannend. Der Cem Özdemir hatte vorhin etwas angesprochen, das habe ich vorher auch schon mal von einem Christdemokraten gehört, dass er sagt, auch die Leute, die jetzt als Migranten zu uns gekommen sind und in der meinetwegen dritten, vierten Generation hier leben, die müssen auch die deutsche Geschichte so annehmen. Und auch mit diesen schrecklichen Erfahrungen, historischen Erfahrungen. Und auf der anderen Seite haben wir heute gehört über diese Bertelsmann-Stiftungsstudie, wo ganz viele junge Leute sagen, im Grunde wollen wir das nicht mehr so, diese intensive Auseinandersetzung, was man auch oft von jüngeren Leuten hört, die jetzt meinetwegen gerade ihr Abitur gemacht haben und sagen, wir haben zu viel auf der Schule schon wieder dazu gehört. Das sind ja schon Widersprüche und ich frage mich wirklich seit vielen Jahren, und ich habe zum ersten Mal von Armin Laschet gehört, dieses Argument, als wir haben vor 10 Jahren angefangen, türkische Imame zu schulen, die nach Deutschland kommen, zu den deutsch-türkischen Moscheen hier. Und Armin Laschet hat dann in einer Runde mit 30 Imamen, hat er halt dieses Thema angesprochen und gesagt, wir wollen einfach oder wir erwarten, dass die Türken in Deutschland auch diese deutsche Geschichte dann zu ihrer eigenen Geschichte machen. Und das hat mich damals schon irritiert, hat mich heute ehrlich gesagt wieder so ein bisschen irritiert. Und ich kann auch gleich kurz begründen, warum. Für mich ist das eher so ein geschichtspädagogisches Ideal und ein geschichtspolitischer Idealismus, weil wenn ich in meine persönliche Geschichte zurückkomme, muss ich sagen, seit dem 12. Lebensjahr habe ich mich mit dem Holocaust auseinandergesetzt, weil ich auch wusste, das ist meine deutsche Geschichte. Meine Großeltern haben gelebt in der Zeit und mein Vater ist auch schon 38 geboren, also diese haben das alles miterlebt, aber ich kann es doch nicht von meinen türkischen Freunden erwarten, dass sie sozusagen diese historische Identität, die ich habe, die ich auch annehme und akzeptiere, was ich auch sehr positiv finde, dass Deutschland sich dieser Verantwortung stellt, das erwarte ich einfach nicht von einem türkischen Mitschüler oder Mitstudenten, der meinetwegen 1980 mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen ist. Und mich würde schon interessieren, wie diese Widersprüchlichkeit, wie die vielleicht auch von unseren israelischen Freunden gesehen wird und auch von Herrn Kindler gerne. Danke. Ja, ich kann die Frage gut verstehen und das ist, glaube ich, auch keine einfache Aufgabe und Sie haben ja richtig beschrieben, dass wir mehrere Herausforderungen haben auch, die wir jetzt uns stellen müssen. Also in Israel leben noch
160.000 Shoah-Überlebende. Also das Thema ist auch noch nicht vorbei. Also auch für Leute, die haben es real erlebt. Und auch für Kinder und Enkel ist es ein großes Thema. Also für die Generation der Opfer. Das ist in der Familiengeschichte eingenarbt, eingebrannt. Das ist einfach ein Thema, das wird weiterhin da eine ganz wichtige Rolle spielen. Einfach weil viele Menschen einfach fehlen, die in anderen Familien da sind. Und das ist auch für deutsche Schulüberlebende, die in Deutschland hier leben, glaube ich, ein Thema. Deswegen sollte man, ist diese Schlussstrich-Tendenz sehr gefährlich, auch die man hat. Und gleichzeitig ist spannend, was ich jetzt am Dienstag bei der Podiumsdiskussion beim Deutschlandradio mit und der Bertelsmann-Stiftung die junge deutsche Autorin Sarah Stricker erzählt hat, dass wenn sie deutsche Freunde besuchen, irgendwie sie immer ganz vorsichtig sind, wenn sie in Tel Aviv sind, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, hier ist, was, hier sind überall Juden und die haben den Holocaust irgendwie, deren Großeltern den Holocaust vielleicht nicht überlebt oder nur teilweise. Und dann aber irgendwann das umschlägt in so eine moralische Verurteilung Israels größtenteils und dass in 9 von 10 Gesprächen der Holocaust von Deutschen genannt wird und nicht von Israelis, was du auch gesagt hast. Also das ist ja auch spannend, dass es trotzdem viele Menschen hier beschäftigt, die hier leben, auch. Und das glaube ich auch, dass das für Menschen, die hier aufwachsen, wo die Orte des Schreckens und die Orte der Täter waren, dass das deswegen auch Teil des Umfeldes ist, auch wenn das vielleicht biografisch nochmal anders ist. Das ist, glaube ich, ein Punkt, aber ich glaube, da darf man eben nicht auf seine historische Identität abzielen. Das ist auch nicht mein Punkt. Mir geht es ja nicht um eine historische, wir haben die Erinnerungsrituale und wir machen traurige Gesichter, wenn das Thema kommt und wir haben irgendwie unsere Gedenkfeiern und dann denken wir, puh, alles gut und wir sind die Weltmeister im Erinnern oder so. Das ist, glaube ich, der völlig falsche Ansatz, so den man hat, sondern es muss um die Frage gehen, was heißt das für heute, was heißt das für morgen? Und das ist eben keine deutsche Geschichte nur, sondern eine Weltgeschichte. Das, glaube ich, auch muss man im Kontext sehen in der modernen Gesellschaft, die eben dann für solche Schrecken, für sowas Unglaubliches eben fähig war. Und wie kann man das für die Zukunft, für heute und für morgen verändern und verändern? Was heißt das für heute, Diskussion um Rassismus, um Antisemitismus? Wie können wir heute Diskriminierung, Einteilung in Menschen, die nützlich und unnützlich sind, soziale Kälte? Das sind, glaube ich, Debatten, die man führen muss, real. Und nicht irgendwie in so einer historischen Verantwortung, wir machen ein ernstes Gesicht und wir wissen darum. Das ist, glaube ich, das Falsche. Also es darf nicht so einen Nationalstolz überführen. Im Gegenteil, es muss eine Beschäftigung sein mit Nationalismus und mit Rassismus, Antisemitismus. Das muss, glaube ich, die Antwort darauf sein. Zu deiner Frage. Wenn man lebt in so einem Ort und dieser Ort hier, dieses Land, ist so geprägt von der Geschichte, das hat alles geändert, die Denkweise, wie Sachen funktionieren, wie Leute ticken überhaupt. Man kann das nicht einfach sagen, oh, ich bin aber nicht deutsch. Und was soll er sagen? Er kommt aus Russland oder irgendjemand, der aus Afghanistan kommt, hey, wir gehören nicht dazu. Was ist ein Deutscher? Jemand mit deutschen Vorfahren? Dann sollen wir das jetzt so definieren? Das ist auch noch so eine Frage. Und besonders, ich denke, für die türkische Stammung, wie sagt man, Bevölkerung hier, das ist auch interessant wegen anderen Gründen, nicht nur, weil das ist die Geschichte und das prägt auch dieses Land. Jetzt herrscht hier so eine Islamophobie in Deutschland und meine beste Freundin ist Türkin und sie fühlt sich nicht sicher, einen Regionalzug zu nehmen durch den ehemaligen Ostenteil. Ich denke, die Geschichte hat mit ihr alles zu tun, immer noch. Und auch mit den Menschen, die man sieht, ich weiß nicht, Interessen, wie sie sprechen, immer noch. Also ich gucke das und ich kriege Gänsehaut. Und jetzt, man spricht nicht über mich, man spricht über meine beste Freundin. Das ist, man kann nicht unterscheiden, wem die Geschichte gehört und wer nicht. Gut, also das wurde ja gesagt. Ich glaube, hier muss man einfach unterscheiden zwischen individueller Ebene und dem, was das, was Cem oder was Laschet sagt, das ist halt politische Programmatik, und politische Agenda. Und im Sinne eines politischen Programms finde ich das, was die sagen, jetzt nicht verwerflich, sondern als Teil dieses Inklusionsverständnisses. Und Inklusion bedeutet, dass wir auch diesen Menschen ein Angebot machen, sich in die deutsche Geschichte einzuschließen mit ihren sozusagen Besonderheiten und ihren besonderen Zugängen. Dass daraus kein persönlicher Anspruch und persönliche Erwartung
resultieren muss, dass alle sich jetzt schuldig und betroffen fühlen als Individuelle, ist ja selbstverständlich, erstens. Zweitens darf daraus auch keine Inklusionshürde resultieren, was ja aus meiner Sicht wo die Gefahr ist, bis ihr euch bekannt habt, gehört ihr uns nicht zu uns. Und wenn man diese Hürde dann so therapeutisch, psychologisch auflädt, dass sie nicht mehr zu nehmen wäre, dadurch schließt man praktisch diese Leute automatisch aus für immer und ewig. Also das wäre eine falsche Herangehensweise, aber ich glaube nicht, dass Cem diese Herangehensweise meint. Und die andere Geschichte ist, diese Zugehörigkeit zur deutschen Geschichte muss ja nicht, wie bei Ihnen, so habe ich Sie verstanden, aus der Familiengeschichte resultieren. Sie kann auch aus unserer Gegenwart resultieren. Und das ist genau das, was die Kollegin gesagt hat. Sie resultiert daraus, dass diese Menschen aus verschiedenen Kulturen, wir alle, in einem Land leben, was zum Beispiel wirtschaftlich aus dem Vermögen von vielen Leuten, die nicht mehr unter uns heraus sich historisch speist. Dass diese Orte, in denen wir leben, häufig eben, wir leben in dieser Leere, die diese Leute hinterlassen haben. Und mit mir meine ich Menschen verschiedener Herkunft, auch der Herkunft aus der Türkei und anderen Ländern. Und schon daraus resultiert die Betroffenheit, nicht sozusagen aus der Tatsache, dass der Opa etwas oder die Oma etwas verbrochen haben, sondern dass wir nicht geschichtlich, nicht familiengeschichtlich, sondern gegenwärtig da sind, wo die anderen nicht mehr da sind. Und damit zu arbeiten, finde ich viel, viel versprechender, weil es natürlich für die Leute, für die jungen Leute auch viel persönlicher und erklärbarer, nachvollziehbarer ist, warum Sie unmittelbaren Bezug haben zu diesem Mord. Guten Tag. Mein Name ist Kerim El-Esadi. Ich bin Schriftsteller aus dem Irak und lebe in Berlin seit mehr als 20 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit. Ich habe zwei Bemerkungen und gleichzeitig die Bemerkungen sind auch Fragen, die ich gerne zur Diskussion stellen wollte, aber habe keine Gelegenheit gehabt. Ich fange an von der Bemerkung von meiner Kollegin, in dem sie gesagt hat, human being is a human being. Und wende ich mich am Anfang zu Ihnen, zu Ihrer Zusammenarbeit mit Israel. Ich werde der Meinung vertreten, dass diese Zusammenarbeit mit Israel von Bundestag und von Bundesregierung bleibt mangelhaft und unglaubwürdig, solange es gewisse Politik oder Tendenz gibt in Deutschland mit Immigranten, soll in solcher Art und Weise von Diskriminierung und Chancenungleichheit geht. Das heißt, diese Parole, nie wieder Opfer, die sehr toll und sehr schön ist, soll umfassender und menschlicher gehen. Von Ihnen, als Bundesregierung, aber auch von israelischer Seite. Damit Menschen mit Immigrationshintergrund nicht nachbeteiligt sind, auch wenn sie große Talente haben und wenn sie die Sprache des Landes wunderbar gelernt haben und große akademische und literarische und wissenschaftliche Fortschritte gemacht haben. Das kommt nicht zusammen, das ist ein Widerspruch. Die zweite Bemerkung, meine Bemerkung ist, nach Demokratie in Israel, die ich wünsche wirklich, dass es Menschenrechte und Demokratie in allen Ländern der Welt gibt, auch in Israel, auch in Bundesrepublik Deutschland. Ich bin auch der Meinung, dass Demokratie hat mit Säkularität zu tun. Es ist religiöse, freie Tendenz. Man kann nicht zum Beispiel überhaupt, nicht nur eigentlich für einen jüdischen Staat, man kann nicht ein religiöser Staat und ein demokratischer Staat gleichzeitig sein. Weil der religiöse Text beeinflusst das,
in einer beeinträchtigten Weise, in einer schlechten Weise. Wie ich auch höre, ich komme aus dem Irak und wir haben wunderbar im Irak mit den Juden zusammengelebt. Die Juden im Irak waren mit allen Gesellschaften, Schichten und Religionen und ethnischen Gruppen sehr, sehr befreundet. Sie erkennen das. Ich bin der Meinung, dass der religiöse Text beeinflusst schlecht die demokratische Erfahrung, weil der religiöse Text ist nicht zu verändern. Es steht fest. Es steht zum Beispiel in Tora, dass die Juden sind auserwähltes Volk. Und in der Demokratie steht, dass der Mensch von Geburt an gleich ist in Rechte und in Tendenzen und in jedem Belang. Deswegen wünsche ich mir, dass die Demokratie in Israel sich von Religion trennt, damit alle Schichten von Gesellschaften, auch die Juden, die nicht religiös sind, ihre Chance haben. Auch die Muslime und die Christen und die Araber und die Drusen. Dankeschön. Ja, sehr große Frage, die seit Gründung des Staates Israels und auch schon davor diskutiert wurde, auch im Zionismus, Verhältnis, Demokratie und Religiosität. Und ich glaube, dass natürlich man Judentum nicht nur als Religion verstehen darf und verstehen kann, sondern eben auch als in gewisser Weise Volkszugehörigkeit oder Kulturzugehörigkeit, zu der sie auch gemacht wurden, durch Ausschluss, durch Diskriminierung, also auch zum Teil fremdbestimmt, aber natürlich auch dann selbstbestimmt, irgendwie, wenn man das angenommen hat, der ganzen Welt verstreut waren in der Diaspora und deswegen dann natürlich der Zionismus sich leider bitter bewahrheitet hat in den Vernichtungslagern und dann der Staat Israel gegründet wurde. Aber wenn man sich die israelische Unabhängigkeitserklärung eben durchliest und gerade die Gründerväter und auch die Gründermütter des Staates Israel sich anguckt, dann war ihnen dieser Widerspruch ja auch bewusst. Ein sehr starkes demokratisches Ideal, ein sehr säkulares Ideal, das es auch gibt. Und deswegen darf man das, glaube ich, nicht nur von der Religion her verstehen, dass es auch religiöse Tendenzen gibt, die problematisch sind, dass wir natürlich auch in der israelischen Demokratie Streitpunkte haben darüber, wie religiös soll es sein, wie nicht religiös soll es sein. Das ist völlig klar. Ich glaube eben, dass trotzdem die Grundidee, man braucht angesichts des Antisemitismus, angesichts der Diskriminierung von Jüdinnen und Juden weltweit, die wir immer noch auch haben, braucht man einen Staat, wo es eine Mehrheitsgesellschaft gibt, die jüdisch ist. Nicht alles. So, natürlich müssen Menschenrechte, Multireligiosität möglich sein. Und da gibt es auch Defizite. Das, glaube ich, auch muss man auch besprechen. Und darüber muss auch gerungen werden, vor allen Dingen gerade bei Israel, dass das, glaube ich, trotzdem immer noch sinnvoll ist, dass es eine demokratische und mehrheitlich jüdische Gesellschaft ist und dass immer ein Spannungsverhältnis ist und austariert werden muss. Das ist, glaube ich, klar. Aber wenn man gerade sagt, Sie haben ja auch gerade die demokratischen Defizite in Deutschland angesprochen auch. Das war ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, den Sie gesagt haben, Diskriminierung hier von Einwanderern und Einwanderinnen, von Migrantinnen. Was haben wir in strukturellen Rassismus hier in Deutschland? Die rassistische Muslimenfeindlichkeit wurde völlig zu Recht angesprochen, die wir ja haben. Deswegen muss man das, glaube ich, auch im Kontext sehen von modernen Nationalstaaten auch, die eben dann auch mit Mehrheitsgesellschaften auch diskriminieren. Und so haben wir es in Israel auch. Da gibt es auch Kämpfe um Anerkennung, Kämpfe um die Frage von Diskriminierung. Ich finde das einen guten Punkt, wo den Sie ja gesagt haben, dass man das nicht kontextlos diskutieren sollte. Natürlich muss man sich für auch die israelischen Araber und Araberinnen auch einsetzen. So, und ich glaube, das ist auch wichtig, so, weil es Diskriminierung gibt. Aber wie Sie richtig gesagt haben, Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten gibt es hier leider auch. So, und das, glaube ich, ist auch wichtig, nochmal zu im Kontext zu sehen und sich da auch, glaube ich, nicht moralisch zu überhöhen als Deutscher, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse. Ja, Herr Kindler, meine Frage geht auch an Sie. Ich möchte zwei Ihrer Begründungen für die Solidarität mit Israel in Zweifel ziehen. Begründung 1, das ist im Falle von Antisemitismus der letzte sichere Hafen für Juden. Das macht eine irreale Voraussetzung, dass die so bedrohten Juden auch aus den Ländern, in denen sie bedroht werden, herausgelassen werden. Das ist keineswegs selbstverständlich. Gab es in den 1940er Jahren in Europa auch nicht. Zweitens ist man wirklich gut beraten, wenn man das mit dem Wort von Adorno untermauert, dass Auschwitz sich nicht wiederholen lasse. Denn wenn heute, wenn man überhaupt so reden darf, etwas Auschwitz-artiges droht,
dann ist das ein nukleares Auschwitz, also eine iranische Bombe aus dem Iran auf Israel. Kann daraus Solidarität resultieren? Also wir haben ja jetzt schon Jüdinnen und Juden, die leider aus Europa fliehen, so, und die jetzt schon auswandern nach Israel, also die jetzt momentan die Chance nutzen. Natürlich ist es so, im Katastrophenfall weiß man nicht, was passiert, aber dass es jetzt schon einfach da Sicherheit auch gibt, man weiß irgendwie da kann ich hingehen, das ist, glaube ich, auch immer heute noch so und, glaube ich, ist immer noch, finde ich, eine aktuelle, eine wichtige Begründung, wenn man sich den letzten Sommer zum Beispiel anguckt auch. Und im letzten, das ist so eine Antwort, die ich geben will. Letzten Sommer, und ich glaube, das ist eben auch widersprüchlich. Letzten Sommer gab es hier, finde ich, auch zu Recht Demonstrationen in Deutschland angesichts des Krieges, den es gab, zwischen im Gaza-Krieg. So, natürlich kann man zu Recht hier auf die Straße gehen dagegen und demonstrieren, was die israelische Armee macht, aber es darf dann eben nicht zu Angriffen auf Synagogen kommen, es darf eben nicht zu Gewalt und zu Antisemitismus kommen. Das haben wir aber leider erlebt auch hier in Deutschland massenhaft. Wir haben das in Frankreich und anderen europäischen Ländern erlebt auch. Das ist, finde ich, zeigt, und da gab es zu Recht auch den Aufschrei auch, der leider viel zu leise war, als der Zentralrat der Juden dann selber eine Demo organisiert hat, kamen leider wieder dann nur, in Anführungsstrichen, die Eliten. Also da, glaube ich, auch gibt es ein aktuelles Problem, über das wir reden müssen in Deutschland. Und trotzdem halte ich es für falsch, wenn Benjamin Netanyahu zum Beispiel aus Wahlkampfgründen dann die Juden aufruft, nach Israel zu gehen. Ich glaube, das ist falsch, weil wir als deutsche Gesellschaft eine Verantwortung haben, uns dagegen zu stellen und deswegen Antisemitismus hier zu bekämpfen und nicht irgendwie darauf, irgendwie Israel als Ausweg zu sehen. Das halte ich für völlig falsch, so, um das um da klarzustellen. Trotzdem, aus einer Begründung des Staates auch, warum ist es, glaube ich, noch notwendig, das war nur mein Punkt dabei und das ist der Punkt, den ich meine. Und ich war in dem Sommer auch privat bei Freunden in Israel und habe auch diese Raketenangriffe miterlebt, also die Sirenen auch und Freunde, die im Kibbutz wohnen. Und die haben auch gesagt, einerseits ist sie total irgendwie, haben sie ganz große Sorgen wegen Raketenangriffen, wegen ihren Kindern auch, wissen aber auch nicht, wo sie hingehen sollen, weil sie meinen, Europa geht ja jetzt nicht mehr. So, also das ist irgendwie auch nur eine Binnensicht, die sie hatten, weil sie sagten, das ist ja irgendwie schwierig. Jedenfalls, weil sie aus dem Fernsehen kannten und geht vielleicht noch Australien, USA. Aber eigentlich wollen wir hier bleiben, weil sie da geboren sind, das ihr Land ist. Also ich glaube auch, die Bedrohung haben wir auch in Israel. Also Israel ist auch nicht irgendwie sicher, so, das will ich damit sagen, sondern ist ein Problem. Da gibt es viele Probleme. Und ihre zweite Frage war im Kontext noch Iran. Was ja bis heute erklärt hat, dieser Staat muss von der Landkarte verschwinden. Ja, genau. Mit dem verhandeln wir. Genau, also die Frage war nach dem Iran. Iran hat bis heute erklärt, irgendwie Israel, war die Frage von Herrn Brumlik für die Übersetzung, wolle ja Israel weiter vernichten. Ja, ist auf jeden Fall weiter aktuell auf der Tagesordnung. Ich glaube, dass man sehr genau jetzt gucken muss, was bei den Verhandlungen rausgekommen ist, wie das umgesetzt wird. Und glaube auch, dass man diesen Deal sehr kritisch beleuchten muss und nicht hoffen muss, dass alles jetzt vorbei ist und irgendwie man darauf vertrauen sollte, weil der Iran in der Vergangenheit schon häufig das gebrochen hat, was er versprochen hat, dass eine Militär, ich glaube, aber auch viele israelische Politiker und Militärs sagen, militärische Lösung kann, wird es wahrscheinlich auch nicht geben, dass man das iranische Atomprogramm militärisch verhindert, glaube ich einfach nicht, hatte ich auf die falsche Antwort, um das auch klar zu sagen. Trotzdem ist das ein Thema, das nicht irgendwie aus unseren Augen verschwinden darf und irgendwie jetzt denken, jetzt gibt es den Deal, jetzt alles gut, sondern man muss, glaube ich, die israelischen Ängste in dem Fall auf jeden Fall ernst nehmen und weiterhin sehr kritisch auch auf die Umsetzung pochen und dass der Iran wirklich keine Bombe baut, weil die Gefahr ist real, wie Sie sagen. Ja, hallo, Elisa Reinheimer mein Name. Ich möchte noch mal gerne auf das Thema Schlussstrich-Tendenz eingehen und die junge Generation liegt jetzt leider schon zwei Runden zurück, aber trotzdem, ich finde, da muss man mehr differenzieren. Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und nicht für die junge Generation. Ich bin 27, aber ich finde, einen Schlussstrich zu ziehen, bedeutet keinesfalls geschichtsvergessen zu sein. Für mich besteht da ein großer Unterschied. Wenn ich einen Schlussstrich ziehe, heißt das nicht mehr über den Holocaust zu reden oder das Thema auszublenden oder von sich wegzuschieben. Für mich bedeutet es, sich nicht von einem Gefühl der Schuld leiten zu lassen, was
sehr wohl noch Menschen in meinem Alter Deutsche empfinden, meiner Erfahrung nach. Und zwar dieses Gefühl der Schuld, von dem sollte man sich, finde ich, nicht politisch leiten lassen, aber auch nicht auf einer gesellschaftlichen Ebene, sondern stattdessen sich eben als Menschen begegnen. Und nicht, das sind die Nachfahren der Täter und das sind die Nachfahren der Opfer. Und das bedeutet für mich einen Schlussstrich ziehen. Und ich finde, das sollte man auch bedenken. Danke für Ihre Offenheit. Also diese Offenheit fand aber auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig statt. Sie haben zuerst gesagt, ich will jetzt keine therapeutischen Analysen machen, aber Sie haben ja erstmal gesagt, wir sollen uns von der Schuld, von dem Gefühl der Schuld befreien, welches wir teilweise fühlen, also eine persönliche Ebene. Dann haben Sie gesprochen von der Schuld, die Politik leitet, ja, oder die Gesellschaft empfindet. Und das sind, da müsste man genauer schauen. Also Sie von Ihrer Schuld, ich sage jetzt also Sie als jemanden von der Schuld zu befreien, ist nicht die Aufgabe der Gesellschaft, nicht die Aufgabe der Israelis, nicht die Aufgabe von, das ist Ihre Aufgabe. Und die Verantwortung, dass jemand sich schuldig fühlt, liegt auch bei jemandem. Und im Übrigen ist es auch nicht schlimm, sich in bestimmten Situationen ein bisschen schuldig, ein bisschen verschämt zu fühlen. Das ist normal. Das ist sozusagen eine normale Reaktion auf Begebenheiten, in diesem Fall historische Begebenheiten zum Beispiel. Insofern ist das die Frage. Auf der politischen Ebene, die Politik, die geleitet wird von Schuld, das ist die Politik, die, wo es gesagt wird, entweder besondere Beziehung zu Israel, Raison d'être oder Raison d'état, je nachdem, wer wie das meint, sozusagen die Existenz Israels ist wichtig für die Identität in Deutschland. Das ist natürlich die Wahl der Gesellschaft, ne, ein Konsens der Gesellschaft, die diese Gesellschaft trifft. Und auch hier entscheidet diese Gesellschaft darüber, was diese Gesellschaft für sich für eine Identität gibt. In diesem Falle, die Identität ist zum Beispiel die Verfassung. Und wenn man in das Grundgesetz und in die Verfassung schaut, braucht man ein Wundsiedel-Urteil anzugucken, Bundesverfassungsgericht, sorry, ich bin Anwalt eigentlich im zweiten Leben oder im ersten Leben. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, in unserem Grundgesetz ist verankert, dass die Erinnerungsarbeit und die Erinnerung an den Holocaust ist ein Teil unserer deutschen Identität. So erklären wir vieles, was dieses Land aus sich gemacht hat. Insofern ist sozusagen Ihr Appell verständlich, aber die Operationalisierung dieses Appells ist für mich nicht so ganz klar. Also wie man sich fühlt, ist jedem überlassen. Es steht auch keiner, und dass viele in New York oder in Amerika, es kommt sehr häufig bei mir, ich habe in den USA studiert mit vielen Deutschen, mit einem deutschen Stipendium, und viele haben sich beklagt und haben gesagt, wir haben es erlebt, zum ersten Mal in unserem Leben, zum ersten Mal in unserem Leben treffen wir Juden und Jüdinnen, wir gehen dahin und sie wollen aber mit uns nichts zu tun haben, sie weisen uns zurück. Erstens, ich finde, dass diese Tendenz am Abklingen ist, in Israel sowieso, in den USA auch. Und zweitens, es ist aus meiner Sicht nicht die Verantwortung des Opferkollektivs, ja, Annäherung mit dem Täterkollektiv zu suchen. Und es ist auch nicht die Verantwortung des Opferkollektivs, dem Täterkollektiv besseres Selbstwertgefühl zu vermitteln. Das ist die Verantwortung und die Arbeit. Und ich unterstelle nicht, dass Sie das gesagt haben. Ja, das meinen Sie nicht. Aber das ist, ich habe sozusagen das weiter fortgeführt, was daraus folgt. Ne? Was folgt aus diesem Statement? Ich will jetzt nicht zu lange das Wort sozusagen behalten. Alles, was ich sagen wollte, ist vieles von dem, was hier gefühlt wird, was als Belastung auch empfunden wird, ist aus meiner Sicht nach 22 Jahren Leben in Deutschland, ist vieles davon die Hausaufgaben, die inneren Hausaufgaben der Personen, die sich darüber beschweren, damit fertig zu werden. Und nicht die Aufgabe der Juden und nicht die Aufgabe Israels.
dazu. Also das, wenn ich sowas höre, dann denke ich, also ich kann mich nur zustimmen. Ne? Dann denke ich, okay. Nee, wirklich, weil ich fühle mich so eine verantwortliche Verantwortung auf mich. Also ich kann sie nicht befreien von Schuld. Wenn sie Schuld haben, dann sollen sie fragen, warum sie Schuld haben. Und wenn sie keine Schuld haben, dann super. Aber das hat mit mir wirklich, mit mir persönlich nichts zu tun. Und ich will mich auch nicht verantwortlich dafür fühlen. Mein Name ist Thomas Lennert. Ich war Kinderarzt und gehöre keiner Stiftung an. Ich habe auch noch mal einen Gedanken zum Thema Schlussstrich. Ich möchte vorher ganz kurz ein frühes Erlebnis der deutsch-israelischen Freundschaft erwähnen, das mich immer sehr verwundert hat. Ich habe im Jahre 1960 in einem Kibbutz in Israel gearbeitet, und zwar in der Apfelplantage. Wir haben da immer Äpfel geerntet im oberen Galil. Und dieser Kibbutz war ein relativ wohlhabender Kibbutz und hat etwas gemacht, was die traditionellen Kibbutzim alle fürchterlich abgelehnt haben. Sie haben nämlich gelegentlich Lohnarbeiter eingestellt. Und diese Lohnarbeiter waren junge Leute und fast Kinder, die kamen aus Kiryat Shmona und waren in der Regel marokkanische Einwanderer, also jüdische Einwanderer aus Marokko. Der Kibbutz selber bestand hauptsächlich aus Deutschland, Tschechoslowakei und Österreich gegründet. Und wir saßen da in diesen Apfelplantagen und machten Frühstück und unterhielten uns über alles Mögliche. Und dann kommt so ein 15-Jähriger und legt den Arm um mich und sagt, gell, also ich muss das übersetzen, ich weiß nicht mehr, wie er es gesagt hat, aber die Deutschen und die Juden waren doch immer die besten Freunde. Und ich guckte so in die Runde und sah also ein gewisses Zusammenzucken bei den Älteren, aber ich fand das rührend, wie geschichtslos ein 15-Jähriger aus Marokko noch dieses Problem angegangen hat. Ich weiß nicht, ob er später noch ein bisschen was darüber gelernt hat, aber es hat mich beeindruckt. Jetzt aber zum Thema Schlussstrich. Ich denke nicht, dass man diese Schlussstrichdebatte und die 40% in der Bertelsmann-Stiftung, dass man das mit Schuld koppeln muss. Das ist ja doch auch ein generelles Gefühl. Man will damit nichts mehr zu tun haben. Und da muss ich immer sagen, ich nehme ein Analogbeispiel. Es hat ja eine Zeit gegeben, es hat jetzt Gott sei Dank etwas nachgelassen, da gab es in Deutschland Holocaust-Leugner. Und das waren durchaus Studienräte und auch andere Akademiker. Und die waren sehr hartnäckig. Und dann hat man beschlossen, man braucht ein Gesetz und hat das Gesetz gewählt und hat sie vor Gericht gestellt und möglicherweise auch ins Gefängnis gesteckt. Ich habe das nie so ganz kapiert, wozu das führen soll. Weil ich fand eigentlich, es ist viel wichtiger, der Konsens in der Gesellschaft, dass wenn jemand nach 50 Jahren so blöd ist, dass er nicht die tausende Literatur über den Holocaust kennt, dann ist er für bestimmte Karrieren nicht geeignet. Er kann nicht Lehrer sein. Das ist so, wie wenn man einen Lokomotivführer einstellt, der rot-grün blind ist oder so. Also der hat einfach ein Defekt. Und das muss man den Leuten auch sagen, dass es ein Defizit ist. Und so ist es ein bisschen auch mit der Schlussstrichdebatte. Wenn heute junge Leute kommen und sagen, wir wollen einen Schlussstrich, da kann man nur sich an den Kopf fassen und fragen, wir haben auch noch keinen Schlussstrich unter den 30-jährigen Krieg gezogen. Und wir reden auch noch gelegentlich von Julius Caesar und seinem gallischen Krieg. Also man kann eigentlich in der Geschichte keinen Schlussstrich ziehen. Man kann sagen, im Moment habe ich ein bisschen andere Interessen und würde nicht, jetzt bin von der Schule ein bisschen überfüttert damit, ich möchte mich mehr jetzt mit anderen Dingen beschäftigen. Aber die Forderung nach einem Schlussstrich, die halte ich auch für einen intellektuellen Defekt. Ja, Tobias Pietsch, mein Name, ich gehöre der Nahost-Plattform Al-Shark an und ich habe sehr hoffnungsvoll und erwartungsvoll auf dieses letzte Panel geblickt, die Zukunft des deutsch-israelischen Verhältnisses, nachdem in den bisherigen Panels die letzten 1,5 Tage verdienterweise die Vergangenheit saß und das größtenteils auch in männlicher Form. Petra Kelly grüßt an dieser Stelle. Das darf man in diesen Räumen hoffentlich so sagen. Habe ich sehr viel Hoffnung darauf gesetzt, dass dieses Panel tatsächlich auch ein wenig den Blick nach vorne
versucht zu unternehmen und bin bisher leider da sehr, sehr enttäuscht worden. Und ich glaube, das ist ein sehr markantes Phänomen, worunter der Diskurs hier leidet und weshalb solche Dinge wie eine Schlussstrichdebatte überhaupt zutage treten. Micha Brumlik hat sich, glaube ich, verabschiedet, aber das war gerade sehr exemplarisch, wie sich die akademische, wissenschaftliche Elite mit der politischen Elite auseinandergesetzt hat, selbstreferenziell, ohne tatsächlich, es tut mir leid, das war mein Eindruck, ohne tatsächlich irgendwie die Fragen zu stellen, was ist jetzt notwendig. Dann können Sie die erstellen. Ich möchte auf zwei Dinge hinweisen und die gerne einfach auch ein bisschen mit hier in die Runde bringen. Meine Generation, Generation 3 und 4, ist eine 5 und wie auch immer, die jetzige junge Generation, die hoffentlich jetzt auch verstärkt Teil dieses Panels wird, ist die Generation, die eine besondere Rolle wahrnehmen kann und sollte, weil sie die letzte Generation ist, die ganz bewusst sich mit Überlebenden noch beschäftigen kann und tatsächlich die Möglichkeit hat, Zeitzeugen zu treffen und der die Aufgabe zukommt, da quasi die Transformation hinzubekommen, wie das in die Zeit ab dem Tag X, an dem es keinen Überlebenden mehr gibt, zu transportieren. Ein Überlebender hat da eine sehr treffende Formulierung mal geäußert, die ich finde sehr, sehr gut ist. Das ist eine Generation der wissenden Unbefangenheit. Wir haben keine persönliche Schuld auf uns geladen, aber wir tragen Verantwortung und wir sind uns dessen bewusst, können aber auch sehr unbefangen Generation EasyJet, Berlin, Tel Aviv, hin und her und vieles mehr. Und das, glaube ich, kommt noch irgendwie sehr kurz. Also wir diskutieren sehr viel, wie diese Umfragen und diese Statistiken zustande kommen, diskutieren aber wenig, was wir dagegen tun können. Deswegen zweiter und letzter Punkt, einfach auch tatsächlich Angebote für diese Menschen schaffen, über Schulcurricula hinaus und zu sagen, das ist ein Defizit, reicht eben nicht. Es braucht mehr Austausch, es braucht mehr Informationen. Es ging heute um Medien, das ist auch, was wir beispielsweise tun, Hintergrundberichte, Analysen zu bringen, um einfach diese komplexere Situation besser abzubilden und eine junge Generation auch mitzunehmen und nicht aus Podien und Diskussionen auszuschließen, weil dann sind solche Umfragewerte ehrlich gesagt wenig verwunderlich. Dankeschön. Tausend Dank. Da uns die Zeit davon rennt, wir müssen langsam schließen, schlage ich vor, dass das jetzt die Abschlussrunde wird, wo alle Gäste nochmal einen Beitrag bitte leisten, auch in Bezug auf diese sehr nach vorwärts guckende, den letzten Beitrag des Teilnehmers Tobias. Und wir danach schließen, weil tatsächlich hätten wir schon vor 10 Minuten schließen müssen. Es tut mir leid. Wer will anfangen? Ja, sehr guter Beitrag. Wir haben ja ein bisschen auch reagiert auf die Diskussion, wieso ist es im Fishbowl auch was an Statements kam. Aber völlig richtig, natürlich geht es jetzt auch um welche Herausforderungen haben wir. Da ist die Bertelsmann-Studie, finde ich, eine Herausforderung, wenn junge Israelis inzwischen Deutschland viel positiver sehen als junge Deutsche. Da müssen wir über die Differenzen reden, müssen wir reden, was heißt das eigentlich, welche Antworten gibt es. Und ich kann das jetzt nur schlaglichtartig machen. Es gibt ja Anforderungen an die Erinnerungskultur, wie geht die eigentlich weiter? Und das Spannende ist, das ist ja aber auch wieder dann, nicht nur nach vorne gerichtet, sondern auch nach hinten. Also das ist ja beides. Also das ist ja auch spannend, dass Ihr Beitrag auch nicht ohne Erinnerungsarbeit auskam und auch ohne die Frage, wie gehen wir da mit der Shoah um. Das heißt, das ist jetzt nicht nur, kann nicht im Schlussstrich gehen, das haben Sie auch gesagt, aber wie kann man das transformieren? Sergej und ich haben letztes Jahr dazu auch einen Beitrag geschrieben, wo wir uns genau gestellt haben, wie kann das eigentlich, wie können wir die Situation jetzt noch nutzen, dass es Überlebende gibt? Ich glaube, in Schulen, über neue Medien, über solche Interviews, aber es wird nicht, das war unsere These, nicht das große Paradigma sein. Ich glaube auch, dass man das nicht herbeischreien sollte, sondern es wird eine Veränderung geben und da gibt es vielfältige Herausforderungen, die notwendig sind, aber die, glaube ich, man die Zeit jetzt nutzen muss, um über Zeitzeugen zu reden, also Zeugen zum Beispiel auch. Wir können Leute, die Menschen kennengelernt haben, darüber auch berichten. Und jetzt mal deutsch-israelische Beziehungen. Natürlich CONACT, das Jugendaustauschprogramm, ist ein ganz wichtiges Austauschprogramm. Ich glaube, dass es doch der Austausch intensiviert werden sollte, auch ein kritischer Austausch, der notwendig ist.
dass sich da Deutschland, aber auch Israel mit Geld noch weiter beteiligen sollte. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man mitnehmen kann, weil man, glaube ich, viel zu wenig dann auch miteinander weiß. Ich glaube auch, dass es mehr Interesse in Israel gibt für Deutschland als umgekehrt. Also in Deutschland, glaube ich, auch das Interesse abnimmt. Schulbücher ist ein wichtiger Punkt, aber dann auch Schulbücher, die irgendwie das differenziert darstellen und nicht einseitig. Da muss man auch über Schulbuchcurricula reden auch. Wie wird der Konflikt, glaube ich, dargestellt in Schulbüchern? Da gibt es auch Punkte. Und man muss, glaube ich, auch nochmal auch in Schulen über Antisemitismus reden, weil ich glaube auch, dass ein Verständnis ist, was ist legitime Kritik, was ist okay, was ist auch notwendig, was ist aber dann die Abgrenzung. Wer, glaube auch, da viele ein Unwohlsein haben, wo man nicht mit dem moralischen Zeigefinger kommen sollte, was man, glaube ich, auch für die Debatte wissen muss. Und ich finde, man muss mehr, damit wir die schließen, auch über die positiven Seiten reden. Wenn man nur über die Shoah und den israelisch-palästinensischen Konflikt redet bei Deutschland und Israel, dann ist das einfach viel zu wenig. So, dann verneint man das, was es an ganz vielen positiven Beispielen gibt, was es an schönen, auch unpolitischen, kulturellen, normalen Verhältnissen gibt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man in Deutschland vielleicht nochmal lernen muss, ohne das andere in den Hintergrund zu rücken, ohne das jetzt zu bagatellisieren und zu sagen, dass damit wollen wir uns nicht beschäftigen, sondern ich glaube, das muss auch noch mehr Teil dieser wachsenden Normalität, auch wenn es Normalisierung nicht geben kann, das auch, glaube ich, ein Mittelpunkt noch, also mehr stärker auch zu leben und einfach auch, ja, zu leben, glaube ich, auch das zu zeigen, darüber zu reden, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für die Zukunft. Danke. Du meintest, du hast gefragt, was wäre jetzt notwendig? Und ich will ganz ehrlich fragen, notwendig für was? Für die Beziehung. Zur Verstärkung und Sicherung der deutsch-israelischen Aber besonderen Beziehung. Aber das passiert einfach von selbst. Also das ist sehr dynamisch. Und wie du meintest, viele Deutsche fliegen billig nach Tel Aviv und zurück. Und sie kommen zurück und buchen schon den nächsten Flug. Wenigstens von der Erfahrung von meinen Freunden. Und es passiert einfach ganz viel von selbst. Also das kommt nicht von oben. Das ist sehr, sehr dynamisch. Es war jetzt vor einer Woche, es war Holocaust-Tag oder zwei Wochen. Und es war in Berlin so ganz viele alternative Erinnerungsabende von gemischte so Deutschen und Israelis. Ich habe selber nicht teilgenommen, weil ich brauche das nicht, aber ich verstehe, dass es gibt Drang von anderen Leuten. Also es gibt schon, ja, manche brauchen das schon. Und es ist schon, also das passiert einfach. Man kann teilnehmen, man kann Freundschaft suchen, man kann Tandem machen, Hebräisch-Deutsch, wenn man will. Ich denke, man soll selber Verantwortung nehmen für ganz vieles. Still thinking. I'm a political activist trying to do a political change in reality, so I'm less optimistic or less, I would less recommend to put emphasis only on the good things, even though there are many. I would try to shed a light as well, and the things that we need to deal with that are not necessarily positive, but I think it's part of friendship, part of relations between very close countries with history, and to take all of this with us. And I think that if there is something we should have learned, or I hope we learned from history, is that we have to take a stand when we see suffering of people, of human beings. And it does not matter where. And unfortunately, there are so much suffering in this world. But as I said earlier, I'm trying to change the small corner that I'm coming from. So therefore, I will encourage and I will hope that when we're looking at the future of both countries, it will stay close relations with support and mutual exchange, cultural, religious, so many other things. And I would also hope that these relations will bring Israel for a better place in terms of moral and human rights and democracy and bringing a better future to the Israeli-Palestinian conflict. And this, unfortunately, can only be done when we're dealing with the less convenient realities and the less convenient details of how the reality looked like in the field. Ich glaube, dass wir hier mit einer gewissen Dialektik erleben müssen. Und zwar das, was die Freundinnen hier auf dem Podium beschrieben haben, dieser
Normalisierung, obwohl ich an Normalität nicht glaube, muss ich sagen, aber also sozusagen diese Bewegung hin zu etwas, was als normal scheint, ist einerseits sehr positiv und zukunftsorientiert und per se sozusagen heilend, so ist die Hoffnung zumindest, die Tatsache, dass wir auch eine jüdische Gemeinde hier haben, die vielfältig ist, total zerstritten und dysfunktional, aber gehört eben auch dazu. Aber vielfältig um die jüdische Gemeinde herum gibt es verschiedene Leute, jüdische, amerikanische, israelische Juden, russische Juden. Das ist ein Zeichen dieser Veränderung. Aber mit dieser Veränderung und mit dieser scheinbaren Normalisierungstendenz kommt im Schlepptau sozusagen, also kommt kommt mit einem kleinen Rucksack. Und diese Leute steigen aus dem EasyJet mit einem kleinen geschichtlichen Rucksack. Und deswegen ist sozusagen so der subtile Vorwurf, dass wir uns hier vielleicht zu viel mit der Geschichte beschäftigt haben, habe ich so wahrgenommen, sorry, wenn es nicht der Fall war. Ich glaube, das wird nicht verschwinden, sondern das wird verstärkt, weil je mehr Israelis hierher kommen, je mehr Juden hierher kommen, die noch nie in Deutschland gewesen sind, desto mehr sind sie konfrontiert damit, was dieses Land für sie bedeutet, im Positiven wie im Negativen. Was dieses Land für ihre Familien bedeutet und was dieses Land für ihre Identitäten bedeutet und wie ihre Identitäten unter Druck kommen, dadurch, dass hier jede Ecke mit einer Erinnerung an jüdische Familie atmet, die nicht mehr da sind und plötzlich sind wir da und wir fragen uns, was soll's? Und wir fragen uns, was soll's? Und danach gehen wir Clubbing im Berghain und alles ist wieder gut. Vielen Dank. Das war das Schlusswort zu dieser sehr bunten Runde, in der wir sicherlich nicht alles haben thematisieren können, was das da gibt an diesem vielfältigen Thema. Austausch ist ein super wichtiges Thema, dass das eben weiter gemacht werden soll in verschiedener Form. Und trotzdem ist das Appell an die eigene Entscheidung und die eigene Verantwortung zu übernehmen, da aktiv zu werden und das weiterzutragen, ist auch gut. Mir bleibt zu danken den Übersetzerinnen. Vielen, vielen Dank für ihre Arbeit. Und Sie zu bitten, dieses grüne Blatt, was Sie alle in Ihren Mappen finden, bitte auszufüllen. Das ist nämlich der Evaluierungsbogen dieser Veranstaltung, der ist für uns sehr wichtig. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Schönen Nachhauseweg. Applaus